So, Dezember, kurz vor Weihnachten, es hat geschneit. Der Winterblues ist ein Thema, die Nächte sind so lang und so schwarz und tagsüber wird es auch nicht richtig hell. Ja, was macht man da bloß? Ich bin Life-Coach Dr. Waltraud Berle seit 22 Jahren, aber ich bin auch Literaturwissenschaftlerin und liebe Literatur schon immer. Und ja, man könnte vielleicht mal, dachte ich so, heute Morgen im Aufwachen, sich mit Literatur beschäftigen gegen den Winterblues. Und da fiel mir der Laurentius von Schniffis ein. Das war ein Barock-Dichter, den kaum noch jemand kennt. Und Barockzeit war eine Zeit, wo die Leute mehr Winterblues hatten als wir, und zwar mit mehr Gründen, weil nämlich davor war der 30-jährige Krieg, ne, gewesen und die Pest. Und die Barockzeit ist die Zeit, wo sich die Leute fürchterlich viele Gedanken gemacht haben, und zwar mit Grund, ja, wie denn das ist mit dem Tod und was dann danach kommt und wie man überhaupt leben soll und ob das überhaupt Sinn macht. Und ob Gott überhaupt, ne, ein Netter ist oder ein Arschloch. So haben die das nicht ausgedrückt. Aber das waren die Themen der Barockzeit. Und die hatten keinen Strom und die hatten, naja, wenn sie adelig waren, ihre Schlösser und Bediensteten mit diesen vielen Kerzen. Aber wenn es normale Leute waren, Bauern und Leute in den kleinen Städten, dann hatten die halt ihre Talglichter, ihre Kerzen, es schummerte, es ruste. Und im Winter war sehr lange, lange dunkel. Und was sollte man tun? Man erzählte sich Geschichten. Draußen heulten die Wölfe. Und die waren nicht geschützt, sondern man versuchte, die Wölfe möglichst zu töten, weil nämlich sonst die Wölfe einen selber töteten. Uff, das war der historische Hintergrund der Dichtung, die ich nun Ihnen jetzt mal nahe bringen möchte gegen den Winterblues. Ich hoffe sehr, ich tue mir nicht versprechen oder so. Ich hoffe, dass ich es kann. Also der Titel schon ist schön, oder? Chlorinda bejammert die abscheuliche Finsternis ihres Herzens, in welcher sie nämlich der Gnaden Gottes beraubt, so lange Zeit gesteckt. Feindliche, trutzige, rußige, schmutzige, hässliche Nacht, welche den Reisenden, weit herumkreisenden Herren und Knechten, Edlen und Schlechten, große Furcht macht, ja unversehens gar stürzt in Todsgefahr. Falsche, verdächtliche, schwarze, verächtliche, schelmische Nacht, welche die fallende, kalt herumwallende, gänzlich entwegte, gefährlich versteckte, Menschen auslacht, die an Mitleiden statt nur Freud am Unglück hat. Grausame, greuliche, forchtlich, abscheuliche, diebische Nacht, welche den mutigen Menschenmord, blutigen Mörder und Räubern, Hexen und Zaubern Sicherheit macht und gibt zu böser Tat selbst ihnen Hilf und Rat. Alle mäotische, wendisch und gotische Nächte seind nur eine noch glänzende, morgenangrenzende, lieblich bemalte, sonnenbestrahlte Schattenfigur gegen der schwarzen Nacht, so mir die Sünd gebracht. Diese Nacht schwächet mich, diese Nacht macht, dass ich vollends verderb. Massen der Gnadenschein nimmer kann dringen ein, so dass ich endlich, flammenerkenntlich, tugendlos, stirb! Wo keine Sonne aufgeht, der Baum
unfruchtbar steht. Diese verteufelte, gnadenverzweifelte, höllische Nacht, da noch den Sünderen bösen Weltkindern wegen des Sterbens, Seelenverderbens wenig Furcht macht. Sie fürchten nur das Licht, die Finsternis gar nicht. Leider dies eulenblind, schwürmische Nachtgesinnt bildet sich ein, unter den lebenden, weltherumschwebenden Erdengeschöpfen, sehenden Köpfen, klügste zu sein. Vermeinen allzeit zu sein von Blindheit weit. Naja, dann glänzendes, gloriebekränzendes, göttliches Licht. Lass mich in nächtlichen, also verächtlichen Schatten der Sünden ohne Gnad finden. Lass mich sterben doch nicht. Vertreibe mir die Nacht, die mich stockblind gemacht. Laurentius von Schniffis. Also eine neue Idee. Lesen Sie Gedichte. Gegen den Winterblues. Es sind Gedanken anderer, längst tot, die auch ihre Sorgen gehabt haben und vielleicht noch viel, viel größere Sorgen. Count your blessings. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, Blessing, ah, Moment, das heißt sicher Blessur, Verletzung, zähle deine Verletzungen. Nein, das Gegenteil. Wenn es Ihnen schlecht geht, dann zählen Sie die Segnungen. Ich bin Dr. Waltraud Berle, Life Coach in München und Stuttgart seit 22 Jahren und habe Ihnen gerade Laurentius von Schniffis nahegebracht, unseren Vorfahr, wortgewaltig aus der Barockzeit.